Ja, ich weiß, ihr seid nervig. Oh, du darfst dafür nochmal kein Essen. Das heißt, ich könnte einmal die gesamte Gruppe... Hi. Gut ernähren. Will ich mich wirklich da zu dem reinporten? Der sieht ziemlich garstig aus. Ich hab's jetzt einfach mal getan. Das Einzige, was ich nicht sollte, ist jetzt sterben. Das Problem ist, ich muss warten, dass er sich bewegt. Weil, wenn ich mich bewege, haut er mir die Seite. Ich könnte versuchen, ihn einzufrieren. Ja, hat ein bisschen Zeit gekauft. Aber nicht viel. Wow. Okay. Ich sag's ungern, der hält verdammt viel aus. Was bist du, ein Amethyst? Oh. Wer hat zurzeit ein bisschen Freilast? Du? Ah ja. Ich hätte den Knopf zum Fliehen nutzen können. Auch gut zu wissen. Hm. Das heißt, hier habe ich eigentlich alles erledigt. Ich habe nur keinen Schlüssel hierfür und keinen Schlüssel hierfür. Hier schreibe ich mal Out of Light Key hin. Und hier brauche ich einen Gold Key. So. Wie gesagt, ich könnte mich hier runterfallen lassen und erst das Secret machen. Und dann wieder hier zurück rauskommen und mich da umsehen. Dann könnte ich vielleicht auch irgendwie hier reinkommen. Oder ich glaube, ich gehe erstmal in den anderen Bereich da. Wow. Oder auch nicht. Weil du im Weg bist. Au. Gut, du bist eingefroren. Und da kommt schon ein Bruder. Das heißt, kurz mal nach oben.
ein bisschen rasten, dass der blaue Kristall sich wieder auffüllt. Füll dich auf, ich befehle es dir. Das ist nicht gut. Okay, das ist überhaupt nicht schön. Nein, ist noch nicht wieder an. Jetzt hat nämlich sie Hunger, das heißt, da wir jetzt da den Altar haben. Wow. Gut. Müssen wir jetzt kurz warten. Er ist nämlich fast tot. Und der letzte. So. Ah, nochmal eingefroren. Sehr schön. Und der ist weg. Noch ein Brass Key. Gut, das heißt, ich kann jetzt hier eigentlich. Das hat er nur das Secret aufgemacht. Was war hier nochmal? Ach, das Necromantical Laboratory. The Great Staircase. Ich habe ein Ornament und ein Brass Key, aber ich habe keinen Schlüssel, der da reinpassen würde. Nope. Auch hier passt nichts rein. Hi, Blutekel. Ups. Das war zu viel des Guten. Warum auch immer ich das jetzt gerade gegessen habe. Das Blutegelfleisch ist recht praktisch. Ich müsste nochmal hochgehen und mir den Sack wiederholen. Für das Essen, was ich jetzt noch habe. Warum auch immer ich jetzt gerade das Blutekelfleisch gegessen habe, das hatte nämlich eigentlich den Vorteil, dass es leicht ist. Es mich aber auch jederzeit vergiften könnte. Und irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, hier ist ein Schalter, um die Wand zu öffnen, weil die Wand sieht so aus, als ob sie geöffnet werden möchte. Bingo! Damit haben wir schon mal den Weg.
Das heißt, ich kann jetzt auf jeden Fall die Sache machen mit dem Feuerelementar und der Krone. Weil hier zum großen Staircase komme ich erstmal noch nicht. Und da will ich eigentlich hin, weil das ist der zentrale Verbindungsweg zwischen allen Ebenen. Wo bin ich jetzt? Hier. Hier geht's nach unten. Da bin ich gerade hergekommen. Ich will nach oben. So, hier war der Sack. Und ich nehme mal nicht an. Nein, da kann ich nirgends hinschiften. So, Essen. Das kann noch zu dir. Was könnte ich da noch reinpacken? Das kann ich da reintun. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Amethyst mir den anderen Weg weiter öffnet, den hier, zu dem ich jetzt leider gerade nicht zurück kann. Oder doch? Weil hier was aufgegangen ist. Okay. Es ist aber nicht der Amethyst. A spiteful glare, a conceivable defense, a helpful utensil. Nein. Nein. Auch nicht. Okay. Oh. Überlastet gerade. Au. Doppelt au. Das heißt, ich kann mich jetzt hier runterfallen lassen. Okay. So, das war der, der schnell drauf ging. Ja. Ich kann dir schlecht die Wurfmesser geben, weil dann bist du überladen. Dann lasse ich die Steine einfach mal, wo sie sind. So, damit komme ich nämlich jetzt wieder hier rein. Licht an. Komm wieder nach hier. Kann wieder hier hochgehen. Und hier hochgehen. Viele Möglichkeiten habe ich jetzt ja jetzt gerade nicht mehr. Weil ich glaube nicht, dass der Ornamentschlüssel hier funktioniert. Dafür brauche ich ganz speziellen Schlüssel, den ich noch nicht mal kenne. Ich glaube aber auch nicht genau, dass es die Krone ist.
A spiteful glare. Nein. Zwei Sachen da drauf legen bringt auch nichts. Und ansonsten bin ich ja alles abgegangen. Und um die in die Armory zu kommen, brauche ich einen Emerald-Schlüssel. Der vielleicht da drüben liegt. Da drüben liegt auf jeden Fall was Grünes. Okay.